Juhu, endlich wieder ein Dungeon bei Nacht. War Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen im Himmelsrand. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Mhm. Das ist eine aufregende Gelegenheit für uns, eine so frühe Zivilisation und ihre Magie studieren zu können. Aufregend, ja, gut, nicht, vielleicht nicht das Wort, das ich benutzt hätte, aber ich bin nicht sicher, dass wir hier sein sollten. Tja, ich auch nicht. Aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Jetzt sind wir nun mal da. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Das ist aufregend. Gibt es doch Fragen, bevor wir anfangen? Was habt ihr zu verkaufen? Nö. Keine weiteren Fragen. Was soll ich jetzt tun? Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Brelina, meine Liebe, warum sucht ihr nicht nach Schutzzaubern? Alles, was darauf angelegt ist, andere fernzuhalten. Aber lasst sie bestehen. Identifiziert sie nur. Also gut, alle miteinander. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß haben. Ich sehe keine Anzeichen von Abwehrzaubern. Entweder gibt es keine oder sie wurden schon vor langer Zeit entfernt. Ich gehe erstmal Eisenerz hacken. Ich finde, das ist magisch genug. Du. I used to go and treasure hunt with the children back in Riverwood. There, we had to use our imaginations. Here, not so much. Ja, hier können wir alles direkt anfassen. Was bist denn du? Du siehst aus wie eine Tür. Direkt noch eine Ader. Ja, komm, direkt nochmal hacken hier. Warum auch nicht? Macht ja Spaß und gibt Muckis. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Ich glaub's nicht. Wegen so ein bisschen Eisenerz jetzt, oder was? Meine Güte. Was habe ich denn schon wieder so viel? Ja, die ist halt echt scheiß schwer, ne? Nur zwei mehr. Dann behalte ich jetzt erstmal diesen Scheißpick und werfe das Ding einfach weg. Da unten rennt der Meister rum. Da komme ich runter, alles klar. Schuppenschwamm. Knochenmehl. Kann man auch mal gebrauchen, sowas. Lederstreifen. Das klingt hier eigentlich alles so. Was ist das denn für eine Ader? Na, komme ich bestimmt später noch hin. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Ja, sagtest du bereits. Ach, da ist er ja. Fasst nichts an! Muss ich aber, wenn ich dir helfen will, denn Teufgier hat mich gesandt, um dir zu helfen. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich werde es versuchen. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Und wobei genau brauchst du jetzt Hilfe? Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Alles klar. Also gut. Das
Seelenstein, yay, nehme ich mal mit. Einbalsamierungswerkzeug, nein, will ich nicht. Ey, hier sieht so viel aus wie Türen. Naja, vielleicht haben die ja irgendwann noch einen Nutzen. Das hat sich irgendwie nicht gut angehört. Wie kriege ich das Ding denn da auf? Wahrscheinlich gar nicht. Na toll. Und jetzt? Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Na, ich komme hier drin nicht mehr raus. Wie in aller Welt ist das passiert? Ich habe nur so ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Ach so, Schlüssel, nee. Wo wird denn so ein Scheiß eigentlich abgelegt? Was sind denn die Plot-Gegenstände? Sind die nicht normalerweise hier? Nee. Aber wahrscheinlich ist das Rüstung, ne? Nee, das ist definitiv das falsche Amulett. Da ist es doch. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Ihr und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Was habe ich denn für Zauber? Also Licht kann ich doch mal machen. Nicht schlecht. Oh yeah. Oh nee. Nun, das ist höchst ungewöhnlich und sehr interessant. Ja, ich nehme trotzdem lieber mal wieder meine Waffe in die Hand. Die da, wo ist? Da, genau. Und kann ich das auch wieder so machen. Wunderschön. Na, das sieht doch schon wieder aus, als würden hier gleich wieder irgendwelche Untoten aus dem Ding spazieren. Schädlich, das Buch brauche ich nicht. Warum in aller Welt sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Gute Frage. Beeilt euch. Wartet, Magier, und hört gut zu. Na. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Hä? Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden. Und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Ja, ist klar. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Was denn für ein Orden? Täuft ihr? Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt.
Ja, und ich was sogar gesehen. Was ist da gerade geschehen? Mir ist so ein Typ erschienen und hat zu mir gesprochen. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Ihr wart ja auch in der Zeit eingefroren. Es ging um irgendwelche bevorstehenden Gefahren und dem Psi-Dingensorden. Psi-Jig-Orden? Genau. Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Psi-Jigs und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Aber er... Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Was ist denn dieser komische Orden? Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschieden. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden. Zusammen mit ist, Also gut. Du hast noch nicht zu Ende geredet. Das ist einfach faszinierend. Also was ist jetzt dieser Orden? Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden. Zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Das ist natürlich toll. Und warum sollte dieser Orden überhaupt Kontakt zu mir aufnehmen? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Warum die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Das ist wirklich spannend. Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Hä? Die Psi-Jigs haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Na toll, da bin ich eben würdig. Also gut. Dieser Eisstachel quer durch das Vieh. Das ist einfach faszinierend. Ja, faszinierend oder auch einfach angsteinflößend. Ein Schalter. Das sieht mal wieder toll aus. Ich stelle mich genau hier in die Mitte. Das war so klar. Autsch. Diese hässlichen Draugerviecher, ey, das ist echt. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Tja, Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gerne eine Weile bleiben und das alles untersuchen. Ihr dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Ich komme bald nach. Ja, ist klar. Die paar Drauger machen mir bestimmt... Das ist einfach faszinierend. Keine Probleme. Jetzt zeig mir erstmal, was du zu verkaufen hast. Ich brauche ja eh noch Heiltränke, wenn ich mich erinnern kann, ne? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Na toll. Die guten Beschwörungen, okay. Erstmal gucken, was der alles von mir kaufen will. Das ist ja viel interessanter. Zack. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, ist aber irgendwie zu schlecht im Kampf. Also erstmal verkaufen. Rolle der Hysterie. Nee. Achso. Der hat schon zu wenig Gold. Na, das ist natürlich toll. Noch verkaufen. Kann ich noch verkaufen. Ja, komm, 10 Gold schenke ich dir. Dann kann ich erstmal gucken, was du hier... Yay, Rede kurz verbessert. Was du für mich noch hast, was ich interessant finde. Boah. Nur.
denn noch so für... 100% schneller schwimmen, das klingt natürlich cool. Was ist das? Okay. Lustig. Das klingt cool. Das ist ja nice. Triple when out of combat. Cool. Auch nicht schlecht. Kerzenschein. Das ist doch super. Alarm nehme ich auch mal direkt mit. Kann ganz gut sein im Dungeon. Ich würde mal gerne wissen, wie lange das anhält. Na toll. Was Sinnvolles hast du tatsächlich nicht zu verkaufen. Da nicht. Mhm. Seid bereit, euch zu verteidigen. Ich bin immer bereit. Zack. Was bist denn du? Ach, das ist ein Eiszauber. Ah, die zweite Kette muss ich wahrscheinlich auch noch aktivieren.